Halli, hallo zusammen. Diesmal habe ich ein neues Video über das Infanteriesturmabzeichen für euch. Das heißt, ich habe ja schon mal ein paar Videos darüber gemacht, aber über verschiedene Hersteller, wie das JFS, Josef Feix und Söhne. Das hier hat einen anderen Hersteller. Das ist nämlich der MK1. Hier sollte man es gut sehen. Ja, man sieht es jetzt wegen der Nadel, die im Wege ist, nicht sehr gut. Aber eben das ist der MK1. Metallkunststoffwaren, Fabrik Gablonz. Jo. Von denen gab es vier verschiedene Ausführungen von MK, Metallkunststoffwaren, Fabrik Gablonz. MK1, MK2, 3 und 4. Das ist der häufigste Typus, soweit ich weiß. Jo. MK1 findet man relativ häufig auf dem Sammlermarkt, ist aber nicht der häufigste Hersteller. Von dem her ist er seltener als, sagen wir mal, wie ich schon erwähnt habe, der JFS, der Josef Feix und Söhne. Jo. Ja, was hier aber zu sagen ist, ist, dass das Nadelwerk oder das Nadelsystem nicht mehr das Originale ist. Das heißt, es wurde mal ausgetauscht, ob das im Kriege passierte oder später. Keine Ahnung. Aber ansonsten ist es ein tolles Stück, viel getragen. Das heißt, die Bronzierung sieht man nur noch sehr schleierhaft. Jo. Das Abzeichen bekam ich von einem Kollegen, der auch gleichzeitig ein YouTuber von mir ist. Ja, und ich habe dieses Abzeichen getauscht für eine Repro-Uniform von SIP, die ich ihm dafür gegeben habe. Ja, und ich muss sagen, für mich ist es ein guter Tausch. Er war auch einverstanden. Er hat auch jetzt Freude daran an seiner Uniform. Jo. Was kann man dazu noch sagen? Ist wahrscheinlich ein bisschen späterer Typus, das heißt 43er, 44er. Also das Infanteriesturmabzeichen, da meine ich. Jo. Es gab ja auch das Infanteriesturmabzeichen in Halbholen und Holen Ausführungen, das heißt, diese waren meist aus Buntmetall gefertigt, die dann hier wirklich hohl geprägt waren, aus dünnem Eisenblech oder Buntmetallblech, je nachdem. Jo. Auf jeden Fall ein geschichtsträchtiges Original. Jo. Hier an der Seite sieht man noch ein bisschen die Bronzierung, aber nicht mehr gut. Wurde also wahrscheinlich wirklich von einem Frontkämpfer getragen. Jo. Na, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid und schaltet das nächste Mal wieder ein. Tschüssi zusammen.